Vorab sei schon mal gesagt, diese Folge sollte man sich vielleicht nicht unbedingt angucken, wenn man gerade dabei ist, mit seiner Flugangst fertig zu werden. Oder vielleicht hilft sie dann auch besonders doll, weil heute geht es um ein Flugzeug, welches nach der Landung tatsächlich nicht mehr so richtig fit aussah, aber trotzdem alle Menschen an Bord heile wieder zurück zum Boden brachte. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und eigentlich kann man doch mittlerweile sagen, dass modernen Flugzeugen heutzutage doch gar nichts mehr passieren kann. Mit den Dingern, was soll denn da noch schief gehen? Ja, das stimmt vielleicht nicht so unbedingt, denn moderne Flugzeuge halten sicherlich eine ganze Menge aus. Das zeigt auch der heutige Vorfall mal wieder auf beeindruckende Art und Weise. Aber damit die Menschen mit ihren Flugzeugen bzw. damit die gesamte zivile Luftfahrt überhaupt erst so einen hohen Sicherheitsstandard erreichen konnte, wie man ihn heute erreicht hat, brauchte man eine ganze Menge Zeit, musste eine ganze Menge Erfahrungen sammeln und braucht auch heute für jeden erneuten Flug viel Vorbereitung und sehr, sehr viel Know-how. Denn wenn die Natur irgendwann mal wieder zeigt, was für eine ungeheure Kraft sie haben kann, dann muss auch in einem modernen Flugzeug alles stimmen, damit das Ding der Heile durchkommt. Und irgendwann sind auch den modernen, heutigen Maschinen Grenzen gesetzt und an diese Grenzen hat sich ein Airbus A319 der American Airlines heute Nacht ziemlich nah rangewagt. Wetter ist das Problem, denn wenn sich das mal wieder von der ganz unangenehmen Seite zeigt, naja, dann kann ein Flugzeug nach der Landung schon mal so aussehen oder auch so aussehen. Und der Airbus A319 heute Nacht der American Airlines, der machte sich auf den Weg von San Antonio nach Phoenix, ein USA-Inlandsflug, und das Flugzeug hatte 135 Menschen an Bord und naja, es kam nicht mal beim Zielflughafen an, denn in einer Höhe von 34.000 Fuß, also in der Reiseflughöhe, machte man sich auf den direkten Weg in ein Gewitter. Oft passieren solche Vorfälle nicht, weil die Piloten natürlich die ganze Zeit vorne rausgucken und dann eventuell solche Gewitter vor sich stehen sehen und deswegen dann natürlich nicht direkt da reinfliegen oder sie machen sich die großartige Technik des Wetterradars zunutze oder kombinieren das beide. Und das ist auch gut so, denn in die rot eingefärbten bzw. magenta eingefärbten Bereiche fliegt man ja nur nicht rein, weil es dann ein bisschen wackeln könnte und da nicht alle Passagiere Spaß dran haben, sondern weil es da oben in so einem Gewitter auch mal richtig böse scheppern kann. Und auch wenn ein Flugzeug eine ganze Menge aushalten kann, da muss man nicht unbedingt durchfliegen. Viel zu häufig kam es in der Vergangenheit bereits zu Vorfällen, in denen die Piloten aufgrund des Wetters sogar die komplette Kontrolle für gewisse Zeiträume über die Steuerung des Flugzeuges verloren hatten. Und das muss ja nicht sein. Und auch Crewmitglieder und Passagiere werden immer mal wieder zuhauf richtig böse verletzt. Und das muss genauso wenig sein. Tja, und im Falle des Fluges gestern mit dem A319 der American Airlines waren gar nicht unbedingt die schweren Turbulenzen das Problem, sondern vielmehr der Hagel, der einem da in, man bedenke, 34.000 Fuß entgegenkam. Scheinbar wackelte es wie Sau, die Leute haben sich reihenweise übergeben und dann hat sich das Hintergrundgeräusch, was man beim Fliegen ja normalerweise hören sollte, das hat sich dann richtig deutlich verändert. Und zwar wurde es deutlich lauter und die Maschine wurde quasi von Hagelkörnern bombardiert. Die beiden Cockpitscheiben vorne waren relativ schnell hinüber, sodass die beiden Piloten nach vorne raus ja gar nichts mehr sehen konnten und auch die Nase des Flugzeugs wurde ganz dezent in Mitleidenschaft gezogen, sodass das darunterliegende Wetterradar wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig brauchbare Informationen angezeigt hat. Dass die darunterliegende Technik überhaupt noch funktioniert haben soll, ist sowieso ziemlich beeindruckend, denn die Piloten brauchten diese Technik dann ja für die darauf folgende Landung und diese Landung sollte lieber jetzt als gleich kommen. Dafür wurde dann der Flughafen von El Paso gewählt, weil der war gerade in der Nähe und das Flugzeug machte sich dann auf in einen Sinkflug und man verbrachte interessanterweise tatsächlich noch einige Minuten in einer Warteschleife, um Sprit zu verbrennen. Knapp 40 Minuten, nachdem man durch das Gewitter durchgeflogen war, machte man sich dann auf zur Landung und brachte das Flugzeug sicher zum Boden. Ein ziemlich beeindruckender Vorfall und wie schön, dass es so Sachen wie die Katri Autoland-Funktion gibt, denn damit kann so ziemlich jedes moderne Verkehrsflugzeug komplett bei entsprechender Ausstattung des Flughafens komplett alleine landen. Und bei Katri Bravo wird das Flugzeug sogar nach dem Aufsetzen auf der Centerline der Runway gehalten. Denn mit seitlich aus dem Fenster rausgucken hätte das wahrscheinlich nicht annähernd so gut funktioniert. Tja, und ob die Piloten jetzt einen Fehler gemacht haben und bei entsprechender Wettervorhersage vielleicht gar nicht erst hätten starten sollen oder wie auch immer, das müssen andere entscheiden. Das können wir natürlich nicht tun. Wichtig ist erst einmal, dass die Crew mit ihren Passagieren und mit ihrem Flugzeug heile wieder am Boden angekommen ist. Alles weitere wird sich dann sicherlich zeitnah klären, aber die Bilder sprechen natürlich schon so ein bisschen für sich. Und einen ähnlichen Vorfall gab es auch in den USA gerade mal vor knapp 3 Jahren. Da war ein Airbus A320 der Delta Airlines auch in Gewittern unterwegs. Der Pilot wollte damals das Flugzeug zwischen 2 Gewitterzellen zwischendurch steuern und das hat nicht ganz so gut geklappt und naja, ohne Sicht und sichtlich lädiert landete das Flugzeug damals sicher in Denver. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos über den Vorfall heute Nacht dabei. Und ein riesengroßes Dankeschön geht heute raus an Sandro, der mich seit gestern tatkräftig und sehr, sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich, damit hilfst du diesem Kanal sehr. Und falls auch ihr mich und meinen Kanal Aero News Germany unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.